Und es geht weiter hier bei Let's Play Grey Matter. Ich habe jetzt schon ein paar Tage nicht aufgenommen. Ich muss jetzt gerade erstmal überlegen. Wir haben diese komische Papierfee. Wir haben den Hinweis mit Hogwarts und diesem Speisesaal. Und ich glaube, ich werde jetzt nochmal hier hingehen. Und da nochmal genauer gucken. Bushaltestelle. Speisesaal. Ach. Okay. Der Speisesaal hat heute geschlossen. Scheinbar wegen Restaurierungsarbeiten an den Gemälden. Könnte sein, dass ich das Rätsel morgen erst beenden kann. Na, super. Aber gut, wir wissen auf jeden Fall schon mal, dass hier der Speisesaal überhaupt ist. Da müssen wir, denke ich, nicht mehr hin. Da ist sowieso nichts. Ja, das war's jetzt mit meinem tollen Plan. Wir haben immer noch das blöde Toilettenpapier, was auch immer wir damit machen sollen. Da war ja nur, ja, die Bibliothek, die ganzen Zimmer, da wüsste ich jetzt nicht, was wir da machen sollten. Dreadhill Anwesen habe ich auch keine Ahnung. Krankenhaus eigentlich auch nicht. Ich gehe jetzt einfach nochmal alles ab. Laut dem Namensschild auf dem Schreibtisch. Okay, das hatten wir auch schon beim letzten Mal. Haben wir hier noch irgendwas? Brieföffner. Die Klinge könnte so scharf wie die eines Messers sein. Okay, und hier war auch noch irgendwas? Aha, Nagelfeile, Tasse, so ein Stifthalter und Büroklammern. Eine Liste mit den Telefonnummern dieser Abteilung. Ach, sag bloß. Eine Liste mit den... Okay, den einzigen, den wir wahrscheinlich anrufen können, ist der Dr. Linkweller. Das müssen wir sehr wahrscheinlich tun. Finde ich übrigens toll, dass sie hier einfach so sich das Telefon genauer angucken kann, wo die alte Tochter sitzt. So, da werde ich jetzt nicht reinkommen. Er ist gerade drin. Ich würde mich gerne in seinem Büro umsehen, aber dazu muss ich ihn erst irgendwie loswerden. Sehr schön. Wir können ihn doch... Wo haben wir denn unser Handy? Wir können ihn doch bestimmt anrufen. So, Menü. Kontakte. Wie geht denn das hier nochmal? Charles, Dr. Stiles, Dreadhill, Doktor. Wer ist denn dann der Doktor? Harvey, Münztelefon, Sissy. Ist er das jetzt? Im Moment wüsste ich nicht, warum ich dort anrufen soll. Okay, aber das ist eigentlich keine schlechte Idee. Wenn wir ihn nämlich irgendwie rauslocken, aber ich glaube... Ach, hier ist ja auch ein Telefon. Das bringt uns aber rein gar nichts. Warum bringt uns das alles nichts? Das wäre doch echt eine gute Idee, den hier anzurufen. Nur für Mitarbeiterkarte, Angestelltenküche. Wo könnten wir anrufen? Zentrum von Oxford. Da ist ja eigentlich auch nicht mehr als der Zaubererladen. Und es lädt schon wieder so lange. Das war bei der letzten Aufnahme doch auch so. Also Schild mit Wappen. Ich gehe hier jetzt mal einfach alles ab und werde jetzt in jeder Szene mal die Hotspot-Anzeige benutzen, da ich ja auch weiterkommen möchte. Und hier nicht ständig sinnlos rumlaufe. Echt, warum ist das neuerdings mit den Ladezeiten so ewig? Ist ja schon ein bisschen blöd. So, ich glaube, oder müssen wir nochmal in den Alice laden, wo ich gerade schon mal da bin. Werde ich das natürlich nochmal ganz schnell tun. So, das war das weiße Kaninchen. Damit konnten wir nichts machen. Mit ihr können wir immer noch nicht sprechen. Das haben wir schon. Ich gucke trotzdem mal. Da ist nichts mehr drin. Okay, gut. Dann hat sich das auch erledigt. Dann nochmal diese Postkarten hier. Dodos. Ich erinnere mich noch... Auf der Postkarte steht, dass Alice Langer Hals in Alice... Okay. Das ist die Biografie. Das müsste ja eigentlich der Hinweis sein. Hier, was steht denn da nochmal? Nochmal im Gucken. Sucht zuletzt den weißen Hasen und gibt ein des Reimers Namen. Der Reimer ist ja logischerweise der Lewis Carroll. Aber das kann ich mir leider nicht angucken.
Tja, dann gehen wir jetzt nochmal in den Zauberladen. Vielleicht können wir da irgendwas kaufen oder so, womit wir dann irgendwo anders einen Zaubertrick machen können, auch wenn ich, wie gesagt, keine Ahnung habe, wo. Hallo, Mephistopheles. Miss Everett, freut mich, dass Sie mir einen Besuch abstatten. Ja, das freut mich auch. Ich muss mit Ihnen über etwas reden. Gerne. Ereignisse auf dem Campus. Ich muss mit Ihnen über eine Sache reden, die etwas mit meinem Arbeitgeber Dr. Stiles zu tun hat. Ja? Er führt im Keller des Dreadhill-Anwesens ein Experiment durch. 6 Studenten nehmen daran teil und visualisieren Sportübungen. Die ganze Sache wirkte auf den ersten Blick harmlos, aber dann wurde es immer merkwürdiger. Und im Becken habe ich keinerlei Farbrückstände gefunden, nicht mal in den Filtern. Wobei mich der Vorfall in der Schwimmhalle gar nicht so sehr beschäftigt. Die Laufbahn ist es, die mir Kopfzerbrechen bereitet. Ja. Als alter Rätselfreund finde ich die Sache mit der Laufbahn auch äußerst faszinierend. Aber es handelt sich dabei gar nicht einfach nur um ein Rätsel. Ich weiß genau, was los ist. Hier zieht jemand eine meisterhafte Inszenierung durch, um in den Daedalus-Club aufgenommen zu werden. Ganz offensichtlich steckt ein Zauberer dahinter. Der Wind auf der Laufbahn und der Umriss im Wasser, das waren klassische Ablenkungsmanöver, um die Aufmerksamkeit der Zeugen zu erlangen, während die Linien gemalt und das Wasser gefärbt wurde. Das wäre die logische Schlussfolgerung, ja. Leider ist Dr. Stiles das perfekte Opfer. Er lebt sehr zurückgezogen und seine veröffentlichten Artikel lassen darauf schließen, dass er einen Hang zum Übersinnlichen hat. Wenn es mir sogar gelungen ist, eine Kopie des Experimentplans in die Finger zu kriegen, dann schafft das jeder. Und diese Person nutzt diesen Plan, um die Streicher auszuhacken. Wenn das wirklich eine meisterhafte Inszenierung ist, dann ist sie ziemlich originell. Um nicht zu sagen, brillant. Ja, wahrscheinlich ist es brillant. Brillant und entsetzlich. Wissen Sie, ob irgendjemand zurzeit eine meisterhafte Inszenierung plant? Vielleicht jemand mit Verbindungen nach Oxford? Sie kennen doch bestimmt alle Zauberer hier in der Gegend. Ach, meine Liebe, der Club hat so viele Mitglieder aus aller Herren Länder. Irgendeine meisterhafte Inszenierung ist immer am Laufen. Aber ich habe da eine Theorie. Sie selbst ziehen diese meisterhafte Inszenierung durch. Und dass Sie mir davon erzählen, ist Ihre Art, den Daedalus-Club darüber in Kenntnis zu setzen. Nein, das ist nicht meine Inszenierung. Schade. Die Theorie hat mir gefallen. Aber sind Sie sich denn nicht darüber im Klaren, dass Menschen Schaden nehmen könnten? Dr. Stiles zum Beispiel, aber auch Studenten. Die Zeugen der Vorfälle wurden fast zu Tode erschreckt. Oh, aber erschreckt zu werden kann ganz schön aufregend sein. Dann hat man etwas, wovon man im Alter erzählen kann. Auf jeden Fall klingt das alles für mich nicht so, als hätte jemand ernsthaft Schaden genommen. Zumindest noch nicht. Wenn das wirklich nicht Ihre meisterhafte Inszenierung ist, dann behalten Sie die anderen Studenten im Auge, die an dem Experiment teilnehmen. Sie wissen doch, schwarze Schafe gibt es in den besten Familien. Natürlich, das ist es. Sie haben recht. Einer von Ihnen muss dahinter stecken. Danke. Einer von Ihnen muss dahinter stecken? Ich bin mir jetzt nicht sicher, wer das sein soll. Wir haben einmal den Harvey. Doch, eigentlich bin ich mir schon sicher, denn wir haben den Harvey, der wird's auf keinen Fall sein, weil, nee, das glaube ich halt einfach nicht. Dann haben wir die Angela, diese Schüchterne, das glaube ich ihr auch nicht, weil sie ja gesagt hat, sie interessiert sich überhaupt nicht für Magie. Dann haben wir die Helena, diese, ja, die so ein bisschen tussig ist, glaube ich auch nicht. Dann haben wir den Charles, der immer seine Mutter fragen muss, glaube ich auch nicht. Und der Einzige, der dann noch übrig bleibt, ist der Malik. Und bei dem könnte ich mir das tatsächlich sehr gut vorstellen. Immerhin hat er ja auch was mit dem Dr. Linkweller zu schaffen. Ja doch, das könnte tatsächlich sein. So, ich nehme jetzt hier, ach, ich kann sogar was mitnehmen, das ist natürlich sehr schön. Mal ganz genau alles abgehen, nicht, dass ich wieder hier irgendwas vergesse und nachher wieder zurück muss. Kann ich hier keine Hotspot? Nein, okay, aber ich glaube, ich habe alles. Dann gucken wir da nochmal schnell. Falscher Daumen nicht, das hier nicht.
Das hier, Telefonspion. Ah. Aha, okay. Also müssen wir echt was mit dem Telefon machen. Da ist nichts mehr. Hilferuf, Krachmacher. Sehr schön. So, ich glaube, das war's hier. Jetzt werde ich aber zunächst mal hier hingehen. In der Hoffnung, ach, sie muss noch bezahlen, ne? Ich möchte bezahlen. Natürlich. Bitte sehr. Vielen Dank für Ihren Einkauf. Schönen Tag noch. Wiedersehen. Vielleicht können wir uns nämlich jetzt schon mit den anderen treffen. Vielleicht ist schon 12 Uhr, weil kein Mensch weiß ja in dem Spiel, wann welche Uhrzeit ist. Und eventuell können wir dann ein bisschen mehr erfahren, wer hier an dem Experiment, ach, an der meisterhaften Inszenierung beteiligt sein könnte. Okay, es ist niemand da. Die haben doch gesagt, sie wollen sich hier treffen, oder? Aber da niemand da ist, werden wir das wohl lassen. Wir haben... Oh Gott, haben wir jetzt viel. Krachmacher, Hilfe. Dieses kleine Gerät schreit um Hilfe. Wie süß. Telefonspion. Ein billiges Gerät, das nur bei eingehenden Anrufen funktioniert. Ich glaube, ich weiß, wo ich es anbringen muss. Schön, dass du das weißt. Auslösedraht? Ich habe alle Dinge besorgt, die ich für die Blitzpulverfallen brauche. Jetzt muss ich sie nur noch zusammenbauen. Blitzpulverfalle? Ich habe alle Dinge besorgt, die ich für die Blitzpulverfallen brauche. Jetzt muss ich sie nur noch zusammenbauen. Ich habe alle Dinge besorgt... Okay, gut. Dann gehen wir aber direkt mal hier wieder zurück ins Krankenhaus. Denn wie gesagt, ich gehe sehr stark davon aus, dass wir das hier irgendwie machen müssen. So, wir müssen doch bestimmt das hier damit kombinieren. Das ist schon mal richtig. So, die Blitzpulverfallen sind soweit. Die Blitzpulverfallen sind soweit. Ich glaube, ich muss gleich mal ins Zauberbuch gucken. Ich habe gerade noch keine Ahnung, wie das hier alles funktionieren soll. Fallen mit Pulver und Auslösedraht, Türspion. Ach, Telefonspion. Hier war doch gerade was. Ich sollte die Telefonnummer der neurobiologischen Abteilung in meinem Handy speichern. Allerdings kann ich keine Durchwahl speichern und muss mir die merken, die ich brauche. Ach so. Moment, können wir das jetzt nicht mehr? Dann wählen wir hier doch mal das Handy aus. So. Sehr schön. Die Nummer hat sie jetzt. Er hat die Durchwahl 11. Ich denke mal, das können wir uns merken. So, was passiert jetzt, wenn wir ihn einfach mal anrufen? Menü, Kontakte. Ich weiß immer noch nicht, wer mit Doktor gemeint ist. Da, neurobiologische Abteilung. Anrufen. Aber wie gebe ich denn jetzt die Durchwahl ein? Oder das kommt gleich? Sie sind verbunden mit der neurobiologischen Abteilung des Radcliffe Krankenhauses in Oxford. Falls Sie die Durchwahl wissen, die Sie erreichen möchten, geben Sie sie bitte jetzt ein. Das ist die 11. Linkwella am Apparat. Hadley will Sie sehen. Paket fordert Unterschrift. Susan hier. Mr. Hadley will Sie sprechen. Sofort. Was ist denn los? Schon gut, ich komme. Ach, und dieses Ding, was wir haben, das müssen wir jetzt bestimmt an seinem Telefon anbringen. So könnte ich mir das vorstellen. Da ist er also, der Dr. Linkwella. Oder aber, er macht diese... Ich habe nicht viel Zeit und muss mich beeilen. Okay, oder aber er macht diese meisterhafte Inszenierung und nicht der Malik. Könnte natürlich auch sein. Das ist eine ganz schön unheimliche Sammlung. Wir gucken uns natürlich hier in aller Ruhe um. Eine Gruppe von Ärzten, die eine Autopsie durchführen. Reizend. Schön, schön. War hier nicht gerade noch was? Auch sehr großzügig hier die Fenster. Wie hat Linkwella es nur so weit gebracht?
Sein Büro ist sogar noch größer als das von Hadley. Ich habe keine Zeit, mich da durchzuwühlen. Ich muss mich beeilen. Ja, natürlich. Du musst dich beeilen. Linguellas Telefon. Linguella kommt zurück. Ich wäre gerne eine Fliege an der Wand. Dann könnte ich nämlich seine Gespräche mithören. Ah, scheiße. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir tatsächlich Zeitdruck haben und der zurückkommt. Damit hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Jetzt müssen wir den ganzen Kram hier nochmal machen. Und dann werde ich gleich, wenn wir da in dem Raum drin sind, direkt mal die Hotspot-Anzeige benutzen, um zu gucken, wo wir was machen können. Sie sind verbunden mit der, falls Sie die Durchwahl wissen, die Sie... Linkweller am Apparat. Susan hier, Paket erfordert Unterschrift. Ich nehme einfach das hier. Haben wir nur 3 Versuche? Susan hier. Könnten Sie bitte in mein Büro kommen? Worum geht es? Keine Sorge. Wird nicht lange dauern. Also diese Blitzfalle irgendwie am Telefon oder in der Nähe verstecken, ist soweit klar. So, schnell wieder rein. Wie viel Zeit hatten wir jetzt? Das war doch vielleicht gerade mal eine Minute oder so. So, Telefon, Computer... Linkwellers Telefon. Ich wäre gerne... Dann benutzt doch hier deine blöde... Krachmacher, Telefonspion. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das hier... Eine Fliege an der Wand, an der Wand. Ein billiges Gerät, das nur bei eingehenden Anrufen... Es würde mich wirklich brennend interessieren, was er alles auf seinem Computer hat. Aber ich fürchte, das würde zu lange dauern. Wir haben hier aber auch nichts... wo wir noch was befestigen können. Ich glaube, ich muss wirklich erstmal ins Zauberbuch gucken. Ob da irgendein Trick drin ist, der mir weiterhilft. Ach ja, ich muss ja... Hallo, umblättern? So, Geheimnis des verschlossenen Zimmers. Ah, der Trick hierbei besteht darin, einen kleinen ferngesteuerten Krachmacher in Klopapier zu wickeln und unter einer Tür durchzuschieben. Wenn dein Publikum oder dein Opfer bei dir ist, aktivierst du den Krachmacher mit der Fernbedienung. Das hört sich dann so an, als ob sich irgendjemand hinter der Tür befinden würde. Aber wenn das Publikum bzw. dein Opfer in das Zimmer geht und nachschaut, findet es dort niemanden. Aktivierst du den Krachmacher und die Fernbedienung? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Teil und herrsche, wenn du diesen Trick... Lasse die Opfer ein Kartendeck. Okay, das haben wir nicht. Haben wir auch nicht. Tintenfleck auch nicht. Irgendwas mit dem Telefon. Briefgeheimnis. Telefonwahrsagerei. So haben wir wenigstens Zeit, hier im Raum zu bleiben. Das ist auch schön. Schall und Rauch. Austauschdeck, bla bla bla. Selbstheilende Wunde. Obstschale. Das war's. Hütchenspieler Hellseher. Ich glaube nicht, dass wir bei ihm hier irgendwas machen können mit dem Toilettenpapier. Einen kleinen ferngesteuerten Krachmacher in Klopapier. Das können wir gleich mal eben machen. Und unter einer Tür durchzuschieben. Wenn dein Publikum bei dir ist, also wenn der Typ in unserer Nähe ist, aktivierst du den Krachmacher mit der Fernbedienung. Das hört sich dann so an, als ob sich irgendjemand hinter der Tür befinden würde. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das so wirklich funktioniert. Dieses kleine Gerät schreit um Hilfe. Wie süß. Und das funktioniert auch nicht. Ein billiges Gerät, das nur bei ein... Also, irgendwas übersehe ich gerade. Fallen mit Pulver und Auslösedraht. Das Ding funktioniert nur bei eingehenden Anrufen. Wir wollen ja... Na, wollen wir seine Anrufe oder wollen wir von der Susan, wenn er da anruft? Ich stehe gerade echt so ein bisschen auf dem Schlauch, aber anscheinend haben wir hier drin echt Zeit.
Können wir denn irgendwo hier? Nee, ich glaube, das funktioniert nicht. Ich überlege auch gerade nach irgendwelchen Türen. Was haben wir denn hier für Türen? Linkweller ist da drin. Ja und? Ist das ein Problem? Linkweller ist da... Okay, er ist da drin. Nee, ich glaube echt nicht, dass der Trick hierfür gedacht ist. Ein billiges Gerät, das nur bei eingehenden Anrufen funktioniert. Ich glaube, ich weiß, wo ich es anbringen muss. Ich gehe mal eben kurz hier rein. Da können wir ja nichts machen. Ich will, dass der Typ da abhaut. Linkweller ist da drin. Okay, Linkweller ist da drin. Ich habe gerade noch keine Ahnung.